Hilfe. Hilfe. Ah, okay, ich glaube, ich bin angekommen, ne? Gut, dann Geperk. Zauberwasser. Einmal Ruf. Geh weg. Geh weg. Ich glaub. Boah, ey. Was soll der Scheiß denn jetzt? Geh weg. Geh weg. Bisschen Ruhe. Alter! Jetzt schleuchten wir uns hier einfach durch. Okay, da sind wir. Da sind wir angekommen. Jo, ich kann gar nicht genug von dem Zeug kriegen. Was für ein Glück, dass ich diesen Ort gefunden habe. Ich hatte schon Angst, dass mir die Leckereien ausgehen könnten. Ich probiere doch so gerne was Neues. Hm? Und wer zum Henker seid ihr? Fürst Mosferatu, es sind Menschen, kommen bestimmt aus Arbados. Menschen wie? Ich dachte mir doch, dass etwas an euch anders riecht. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es in Arbados noch jemand gibt, der es bis hierher runterschaffen könnte. Ich bin beeindruckt. Um ehrlich zu sein, seht ihr nicht sonderlich lecker aus. Es gibt nur einen Weg, wie ich mir dessen ganz sicher sein kann. Du willst also kämpfen? Du Froschgesicht! Mosferatu. Okay. Alles klar. Wir machen erstmal. Was haben wir denn hier? Magische Barriere. Und Mega-Stärkung. So. Ah, okay, ich brauche Abschirmung. Oh ja, ich brauche sowieso. Ach, du Kacke, Eichel ist schon tot. Ich brauche unbedingt die Abschirmung. Okay. So, dann brauche ich die Abschirmung. Dann brauche ich Energieschub und gehe auf Ritter Roland. Er lebt noch. Energieschub. Abschirmung. Okay. Heilung. So, dann defensiv die. Nee, das reicht schon aus. Dann andere Energieschub auf Aisha. Komm, das überlebst du, oder? Energieschub. Multi-Heal. Nice. Perfekt. Voll geheilt. Da kommt wieder ein kühler Odem. So, damit ist schon mal Feuer weg. Dann würde ich sagen, nehmen wir die Hitzewelle. Hier machen wir Energieschub und gehen auf Dennis. So. Oh, verliert Abwehr. Das ist gut. Okay. Aisha macht das schon. Dann würde ich sagen, gehe ich mal auf Teufelsbeil und gehe hier nochmal auf die Mega-Stärkung. Nochmal Verteidigung erhöhen. Die Abstimmung sollte ich auch nochmal erneuern lassen. Mittelheilung.
Wundenheilung. Ich versuch's nochmal. Okay, ich versuche mal eine Megaschwächung. Oh. Und der Crit kommt durch. Nice. Mittelheilung, okay. Wiedergeburt. Okay. Das heißt, ich werde auf jeden Fall erstmal auf den Frosch gehen. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal nochmal die Abschirmung setzen. Dann würde ich sagen... Nehmen wir mal Felsenwurf. Zack. Abschirmung. Energieschub. Geh's verloren. Flammenhieb, okay. So, dann würde ich sagen, wir machen einen Doppel-Energieschub. Einmal Aisha. Und Ritter Rolland. Heilung. Odem. Keiner ist eingesleept. Giftige Gase auch noch. Aber keiner ist vergiftet. So, dann können wir ja getrost unsere Hitzewelle raushauen und Felsenwurf. Schön AOE-Damage machen. Und da ist schon mal der in der Mitte down. Und dann haben wir nur noch das andere Pferdchen. Das ebenfalls down ist. Nice. Warum? Wie? Ich? Glaub ja nicht, dass euer Sieg etwas bedeutet. Menschen. Ich war nur die Vorspeise. Am Hauptgericht werdet ihr euch verschlucken. So viel steht fest. Ja, wir haben Leuchtmus. Dum, 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 dum. Perfekt. Und damit... Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Und damit können wir jetzt zurück. Ich hoffe, es funktioniert. Hintertür. Sehr nice. Hier wollte ich hin. Ich muss später nochmal zurückkehren, um halt das Fragment zu holen. Auf jeden Fall. Und was in den Truhen ist. So, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir das Leuchtmoos. Und gehen mal direkt zum König und sagen, wir haben das Leuchtmoos ergattert. Oh, jetzt steht er da vorne. Interessant. Oh, der Dämon ist wieder da. Und der König ist hier vorne. Meine Majestät, tut bitte nichts Unüberlegtes, denn es wird bestimmt jeden Augenblick... Meine Majestät, Dennis ist zurück. Oh, da seid ihr ja ausgezeichnet, ausgezeichnet. Der Zeitpunkt eurer Ankunft könnte nicht besser gewählt sein. Ah. Schnell, Dennis, das Leuchtmoos. Okay. Dennis reibt die Füße des Monsters mit Leuchtmoos ein. Und da läuft er weg. Als er das nicht bemerkt hat, ne? Geht es euch gut, Dennis? Ich hoffe, das Ding hat euch nicht verletzt. Jedenfalls sieht es so aus, als hättet ihr mit dem Leuchtmoos ganz Arbeit geleistet. Ein Glück, dass ihr es rechtzeitig geschafft zurückgeschafft habt. Seht euch nur die Fußstapfen an. Jetzt können wir herausfinden, wohin sie unser kleines Kind gebracht haben. Komm schon, wir haben keine Zeit zu vergeuden. Nicht so schnell.
Verdammt! Wollt ihr die Kreatur etwa unbewaffnet in ihr Versteck folgen? Was gedenkt ihr zu tun, wenn ihr dort ankommt, hm? Wir sind keine Kämpfer, oder zumindest keine Kämpfer, die in der Lage wären, es mit diesem Monster in ihren Unterschlupf aufzunehmen. Dennis und seine Freundin aber schon. Wie sehr es mich auch beschämt, ich glaube, wir müssen sie doch noch einmal um Hilfe bitten. Dennis, ihr habt mit der Beschaffung des Leuchtmoosters schon mehr als genug getan, aber dürfen wir nochmal um eure Unterstützung suchen? Wie ihr seht, hat die Kreatur eine Spur zurückgelassen, eine Spur, die in der Dunkelheit leuchtet. Mit Hilfe dieser Fährte könnt ihr dem Monster derzeit ins Leuchtfeuer und darüber hinaus folgen. Ihr wisst, was wir von euch verlangen, Dennis. Und wir stehen tief in eurer Schuld, aber ihr müsst müde sein. Ich würde euch empfehlen, eine Nacht hier in Abydos zu verbringen, bevor ihr euch auf den Weg zum Leuchtfeuer macht. Schlaft wohl. Wir wissen nicht, welche Gefahren vor uns liegen. Alles klar, gute Nächte. Oh, nicht in der Herberge? Dann ist... Guten Morgen, darf ich annehmen, dass mein königliches Schlafgemach euren Ansprüchen genügt hat? Ja. Sogar mehr als das. Das hört man gerne. Haiauge war nicht so begeistert, wenn ich mich recht entsinne. Das ist ja wohl eine Luxuskajüte für den verwöhntesten aller verwöhntesten Süßwassermatrosen, meinte er. Aber ich schweife ab. Es ist Zeit, dass ihr euch auf den Weg zum Leuchtfeuer macht. Wie ihr vielleicht gehört habt, brennt an der Spitze des Turms eine finstere schwarze Flamme. Sollte sie sich Gelegenheit bieten, wäre euch die Denkbarkeit von ganz Abydos gewiss, wenn ihr sie löschen könntet. Das kann ich euch versichern. Meine Gelehrten haben mir gesagt, dass dies mit einer Substanz namens Prismatau zu bewerkstelligen sein sollte. Falls ihr mehr darüber erfahren wollt, fragt bitte einen von ihnen. Viel Glück bei eurer Mission. Bringt unsere Kinder zurück. Mein Königreich zählt wie immer auf euch. Prismatau. Da bin ich mal gespannt. Die Legende nach findet man Prismator an einem Ort namens Regenbogenbucht. Es dürfte nicht allzu schwierig sein, etwas davon einzusammeln. Vorausgesetzt natürlich, man weiß, wo sich die Regenbucht befindet. Ja, das ist der Punkt. Ich weiß es nicht. Anscheinend liegt sie auf einer kleinen unbewohnten Insel im Zentrum der Welt. Zumindest steht es so in den Abhandlungen, die von einer Koryphäe auf diesem Gebiet stammt. Dieser Gelehrte schrieb außerdem, dass das Wasser in dieser Bucht von solcher Reinheit sei, dass es das Herz läutert und einen in tiefsten und erholsamen Schlaf gewährt. Aber das basiert natürlich alles nur auf Gerüchten. Niemand ist jemals dort gewesen. Wer weiß, vielleicht liegt die Bucht ja auch gar nicht auf dieser Welt, sondern im Himmel. Moment mal. Ihr seid doch ein Mann von Welt. Nicht, dass ich wüsste. Regenbogenbucht sagt mir nichts. Nein. Seid ihr nicht? Nun gut, dann hoffen wir mal, dass wir bald mehr darüber erfahren, okay? Okay, pass mal, bessere Hoffnung. Was passiert, wenn... Was passiert, wenn wir Ja sagen? Ja, ja, ja. Der Himmel? Ja. Wie bitte? Was? Die Regenbogenbucht liegt auf derselben Insel wie Dennis' Heimatstadt? Beim Allmächtigen, da müsst ihr sofort dorthin zurückkehren und etwas Prismatau holen. Das ist das einzige
Mittel, um die schwarzen Flamme oben am Leuchtfeuer zu löschen. Moment mal, aber warum behauptet dann all die Bücher, dass die Insel unbewohnt wäre? Moment. Die Regenbogenbucht liegt auf derselben Insel wie Dennis Heimatstadt. Wo war da eine Regenbogenbucht? Also das habe ich nicht, ne? Also ich habe diesen Prismatown nicht geholt. Ich bin direkt zum Leuchtturm gerannt. Aber wie ich sehe, habe ich sogar jetzt weniger Zeit verbraucht als vorher. Ich habe jetzt noch ein bisschen Ausrüstung gemacht, aber das lasse ich jetzt mal. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann gucke ich mal. Aber ich muss oder so Ausrüstung verkaufen. Und neu einkaufen, neu leveln, etc. So, wir müssen jetzt zurück nach Hause. Und hier war eine Regenbogenbucht? Ich kann mich gar nicht dran erinnern. Es gab eine Bucht. Also auf jeden Fall soll die hier sein. Aber wo? Vielleicht weiß Maribel was. Das wäre die Idee, jetzt einfach mal Maribel mal zu fragen. Vielleicht weiß sie, wo die Bucht ist, wenn sie dafür Zeit hat, mir Informationen zu geben. Okay, das könnte ja hinpassen. Dennis, haben wir in Abydos nicht was zu erledigen? Willst du mich verarschen? Ich soll dieses Prismatau holen, du Idioten. Das wurde doch gerade gesagt und das ist nur hier. In der Regenbogenbucht. Hallo, was soll der Mist denn jetzt hier? Moment. Was war denn hier? Krypta. Nee, Krypta war es nicht. Was ist da unten? Da ist der Holzfäller. Am Schrein. War das die Regenbogenbucht? Hier, das hier. Ich weiß es nicht. Schrein am Strand.